Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Unreal Engine. Heute geht es darum, wie ihr ein Licht an- und ausschalten wollt. Das ist jetzt relativ ähnlich zu dem, was wir schon gemacht haben hier mit der Türe. Wir hatten das letzte Mal oder in den letzten paar Videos hatten wir die Türe animiert, da sie so ein bisschen aufgeht. Das mit dem Licht ist sogar noch ein Stückchen einfacher, weil ihr im Prinzip nicht solche komplizierten Animationen braucht, wie jetzt hier bei der Türe. So, aber wir wollen es einfach mal machen, so als Übung. Ihr könnt auch einfach mal selber probieren, dieses Licht, was wir hier drin hatten. Also ich mache mal kurz die Decke hier weg, damit wir es besser sehen können. Übrigens, wenn ihr rechte Maustaste gedrückt haltet und WASD benutzt, dann könnt ihr euch auch ganz normal hin und her bewegen. So, okay, wir hatten hier ein Licht drin eingebaut und dieses Licht wollen wir jetzt anschalten, sobald wir den Raum betreten, und ausschalten, sobald wir den Raum wieder verlassen. Okay, also, was wir hier erstmal brauchen ist, wir brauchen das Licht, und das habe ich schon gemacht, erstmal die Visibility ausstellen, damit es am Anfang aus ist, weil wir außerhalb des Raums spawnen, also quasi anfangen zu spielen. Das bedeutet aber nicht, dass die Lampe hier weg ist, Achtung, sondern die Leuchte ist weg, also quasi die Lichtquelle ist weg. Nicht die Lampe selber, nur die Lichtquelle, also quasi einfach das Licht ausgeschaltet, die Glühbirne ist aus. Okay, so, was wir jetzt brauchen ist eine Triggerbox, damit wir wissen, wann wir in diesem Raum drin sind. Und das machen wir, indem wir einfach hier eine Triggerbox reinziehen, so ungefähr, das dürfte ungefähr hinkommen. Und die skalieren wir jetzt erstmal hoch, sodass wir, dass sie ungefähr den Raum ausfüllt. Das muss nur ganz grob sein, das ist einfach nur, in dem Bereich wird es ausgefüllt. Ich meine, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite ziemlich weit draußen, das ist aber gar nicht so schlimm, weil ich ja auch auf der anderen Seite überhaupt nicht mehr rauslaufen kann. So, und jetzt ziehen wir das noch so ein bisschen hoch. Alles klar. So, jetzt haben wir eine Trigger Volume. Also wenn wir da reinlaufen, dann wird ein Event ausgelöst. Wenn wir wieder rauslaufen, wird auch ein Event ausgelöst. Das ist ziemlich cool. Haben wir hier schon mal gemacht mit dieser Triggerbox 1 hier vor der Türe. Das ist dieses grüne Teil. Jetzt haben wir hier noch so ein grünes Teilchen. Die sind unsichtbar in-game, aber führen natürlich dazu, dass irgendwelche Effekte passieren oder sowas. Und von denen werdet ihr relativ viele haben. Wir werden uns dann aber auch die Mühe machen und das Ganze in einen Class-Blueprint erweitern. Also dieses Licht hier. Damit wir den ganzen Kram nicht jedes Mal modellieren. Aber das ist ein anderes Thema, das werden wir noch machen. Okay, so. Jetzt wählen wir erstmal wieder diese Triggerbox hier an und öffnen unsere Blueprints. Achtung, wir arbeiten noch mit dem Level-Blueprint. Nicht mit dem Class-Blueprint, das werden wir noch machen, keine Sorge. Okay, Open-Level-Blueprint, wie gesagt, wir hatten hier schon was gemacht. Dieses Mal einfach nur als Übung ein Licht an- und ausschalten. Genau, was wir hier gemacht haben, ist die Türe zu animieren. Aber dazu schaut euch bitte die anderen Videos dazu an, die vorher in der Playlist sind. Jetzt gehen wir hier auf die Triggerbox 2. Achtung, es ist wichtig, dass ihr sie ausgewählt habt. Rechtsklicken, Add Event for Triggerbox 2.6. Und dann gehen wir auf Collision. Wir wollen nämlich was ausführen, wenn der Spieler reinläuft, dann wollen wir es anschalten. Und wenn der Spieler rausläuft, wollen wir es ausschalten. Also Add-on Actor End Overlap ist rauslaufen aus der Triggerbox. So, okay, was können wir jetzt hier machen? Naja, wir haben erstmal keine Ahnung, was wir genau machen wollen. Wir wissen nur, dass es irgendwie mit unserem Point Light zusammenhängt und mit unserer Sichtbarkeit. Wir wollen nämlich das Licht sichtbar machen, wenn wir reinlaufen, und unsichtbar, wenn es aus ist. Also ich zeige es euch gerade mal. An, aus. An, aus. Okay, am Anfang ist es aus. Das heißt, wir wollen es am Anfang erstmal anschalten. Und was wir machen ist, wir zaubern uns hier sozusagen einfach den Strich rein. Und jetzt können wir hier suchen, was wir machen wollen. Und was wir in dem Fall brauchen ist, oder was ich ganz gerne erstmal hätte, ist ein kleines bisschen Verspätung, ein Delay. Upsala. Delay führt einfach dazu, dass das Licht ein bisschen später angeschaltet wird. Ich mache jetzt hier mal 0,5 oder sowas. Na, komm schon. 0,5 Sekunden. Achtung, dieses Ding hier unten ist in Sekunden. Wenn ihr drüber fahrt, dann seht ihr auch, was ihr braucht. Ihr könnt natürlich auch einen Float reinstecken, wie wir es hier oben gemacht hatten. Da hatten wir einen Float animiert. Ihr könnt auch das Licht dann, keine Ahnung, ein bisschen animieren mit einem Delay. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ist nicht so wirklich sinnvoll in dem Fall. Aber egal, ihr könnt ja auch eine Zahl reinstecken. Aber wir können es auch einfach direkt angeben. Gut, und wenn das fertig ist, dann wird wieder ein Event ausgelöst. Sprich, es wird einfach dieser Event hier 0,5 Sekunden verzögert. Gut, also was wir machen ist, wir wollen danach wieder irgendwas ausführen. Und was wir machen wollen ist, wir wollen die Visibility hier verändern von diesem Point Light. Also sagen wir Visibility. Wir wollen einfach nur die Visibility ändern, und deswegen suchen wir einfach mal nach Visibility.
So, das ist doof, wir haben nichts gefunden. Naja, was wir jetzt machen ist, wir ziehen uns einfach mal dieses Point Light hier rein und schauen, was können wir denn mit dem machen. Oh je, das dauert aber gerade lang. Okay, das dauert sehr lange. Jetzt hat es funktioniert. Puh. Gut, ziehen wir einfach mal. Und jetzt schauen wir hier, ob wir irgendwas mit der Sichtbarkeit machen können. Also Visibility. Aha, okay. Also wenn ich Vis eingebe, dann können wir hier erstmal auf IsVisible zugreifen. Das heißt so viel wie, ist das Ding sichtbar? Das ist jetzt für uns erstmal nicht so relevant. Wir wollen sie eigentlich eher setzen. Jetzt haben wir hier die Funktion SetVisibility. Naja, aber wir wollen ja diesen Effekt irgendwie doppelt verwenden. Wir wollen es einmal verwenden, wenn wir rauslaufen und einmal, wenn wir reinlaufen. Und was wir dann machen ist, wir nehmen Toggle Visibility. Toggle Visibility hier einfach benutzen, heißt, ich schalte mein Licht an, falls es aus ist, und ich schalte es aus, falls es an ist. Also ich kehre quasi den Wert um. Okay, das ist schon mal ziemlich cool. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach sagen, okay, wenn dieses Delay fertig ist, dann schalte ich mein Licht an. Und wenn das Delay nach dem Rauslaufen wieder fertig ist, dann schalte ich es wieder aus. Ich kann natürlich hier auch direkt ohne Delay hier reingehen. Das ist in etwa dasselbe, aber es macht so eigentlich mehr Freude. Es sieht zumindest cooler aus. Okay, das ist eigentlich schon alles. Das ist tatsächlich alles, was ihr braucht, um Licht anzuschalten. Also den Delay braucht ihr nicht mal unbedingt. Ihr könnt natürlich hier auch Set Visibility benutzen. Dann müsst ihr einfach hier den Haken setzen. Also da habt ihr auch so die Möglichkeit Set Visibility und dann hat es hier so eine Checkbox, wenn ihr den Haken setzt, ist es an, wenn ihr den Haken nicht setzt, ist es aus. Im Prinzip genauso wie hier, nur dass es ausgeführt wird in-game. Ziemlich cool. Okay, jetzt klicken wir hier auf Compile. Einfach mal alles ausprobieren, das ist eigentlich das Wichtigste bei Unreal Engine. Ihr müsst einfach mal selber damit rumspielen und das war jetzt gerade unsauber. Okay, so, jetzt können wir das machen und klicken hier einfach mal auf Play, gucken uns an, was passiert. Ich mache das jetzt hier mal gerade so ein bisschen runter. Die Tür schwingt auf wunderschön und ich laufe rein und das Licht ist an. Verdammt, da war ich zu schnell. Jetzt ist es aus. Okay. So, laufen wir wieder rein. Geht's wieder aus, weil wir zu schnell waren. Warum ist das so? Jetzt ist es jedes Mal so, wenn wir rauslaufen, geht's an. Komm schon. Geh an. Ja, jetzt sieht man hier so ein bisschen was. Und wenn wir reinlaufen, geht's wieder aus. Das ist doof. Warum ist das jetzt tatsächlich so? Weil wir es geschafft haben, gleichzeitig, also erstmal reinzulaufen und in diesem Delay, in dieser kurzen Delay-Zeit von den 0,5 Sekunden sind wir wieder rausgelaufen und da war dieser Event noch nicht ausgelöst. Das war jetzt der Vorführeffekt natürlich. Ist natürlich ein bisschen doof. Da hätten wir dann besser mit Set Visibility gearbeitet, aber ich mache es jetzt mal so. Wir laufen rein, das Licht geht an, wir laufen wieder raus und das Licht geht wieder aus. Und wir laufen wieder rein und das Licht geht wieder an und wir laufen wieder raus und das Licht bleibt an. Naja. Wie gesagt, liegt an dem Delay. Wir hätten hier besser vielleicht mit Set Visibility gearbeitet, dann hätten wir aber zwei verschiedene gebraucht. Machen wir gerade mal. Das ist jetzt gerade so richtig unsauber gewesen, das wollen wir nicht. Also, was wir hier machen ist, wir ziehen einfach den Faden Visibility. Okay, also wir arbeiten mit Set Visibility. Ja, nein. Verzieh dich, komm. Okay, so, wir arbeiten mit Set Visibility und machen das hier auf True, also wir sagen, die Visibility ist danach auf Ja gesetzt, also quasi der Haken ist gesetzt. Und jetzt kopieren wir uns einfach diesen Teil hier, machen hier einen Rechtsklick, Duplicate und ziehen das nach unten, upsala, ziehen es nach unten. Mit Alt und Linksklick könnt ihr den Faden auch entfernen. Ich habe es immer mit Rechtsklick gemacht, aber das muss nicht unbedingt sein. Es geht schneller, wenn ihr Alt gedrückt haltet. Aber mit Rechtsklick seht ihr natürlich, was ich da genau mache. Okay. Und jetzt sagen wir hier, die Visibility ist wieder aus. So, wunderbar. Jetzt compilen wir das wieder und lassen es laufen. Und ich schiebe das mal ein bisschen runter. So, wir laufen rein und das Licht geht an und wir laufen raus, wenn ich es schaffe, durch die Türe zu laufen. Und das Licht geht aus. Und wir laufen wieder rein und das Licht geht wieder an. Wir laufen wieder raus und das Licht geht wieder aus. Wunderbar. Jetzt ist es natürlich nicht wirklich schwer gewesen oder sowas. Aber was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das Ganze in einen Class Blueprint erweitern und das werden wir nächstes Mal machen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!